Jo, liebe Leute, was geht ab? Theo hier, heute mit einem neuen One Piece Video, ein knackiges Thema. Jetzt kommt der Podcast im Anschluss, den ich mit dem guten Akata aufgenommen habe, und zwar ein Gespräch über die Roadpornoglyphen. Wo konnte das letzte verschollene Roadpornoglyph sein? Wir haben wirklich alle Theorien und Einfälle mit einbeflossen in dieses Gespräch, in den Podcast. Ich lade jetzt die Tage weiterhin ganz, ganz viele Podcasts hoch, kleine, um ein bisschen dieses Loch auf dem Kanal zu stopfen, Leute. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich bin damit raus. Ich würde sagen, lehnt euch zurück. Viel Spaß. Also, die meistverbreitete Theorie ist natürlich, dass Shanks das letzte Poneglyph hat. Einfach aus dem Grund, weil ein Poneglyph ist bei Kaido, das andere ist bei Big Mom, ein weiteres ist dann bei Ruffy bzw. auf Sanisha und das letzte wäre dann bei Shanks. Das ist die weitverbreitete Theorie, weil Blackbeard noch nicht so lange Kaiser ist und deshalb geht man halt davon aus, dass Shanks das letzte Poneglyph hat. Und das würde meiner Meinung nach auch Sinn ergeben, wenn Shanks vorhätte, Piratenkönig zu werden. Und deshalb denke ich, dass diese Theorie zwar irgendwie am logischsten ist, aber im Endeffekt auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. So ein Roadpornoglyph ist auch eine Angriffsfläche für einen Kaiser. Also ist zum Beispiel bei Big Mom und bei Kaido ist es bekannt, dass die eins haben, aber denen ist es relativ egal, ob sie angegriffen werden oder sonstiges. Aber wenn man vielleicht so manchen Ungereimtheiten in der Welt aus dem Weg gehen will, dann macht man das natürlich nicht bekannt, beziehungsweise man hält es im Geheimen, dass man Roadpornoglyph hat. Und wenn Shanks eins hat, würde es für mich auch Sinn ergeben, dass er das eher so ein bisschen im Verborgenen hält, weil er eher so ein Typ ist, der, glaube ich, keinen Streit sucht an sich, sondern er eher gerecht handelt und wenn seine Leute verteidigt oder wenn es irgendwas Ungerechtes gibt, dass er dann da einschreit oder so, aber er ist nicht so der Typ, der es Streit sucht. Und dass er der Letzte ist, der das Roadpornoglyph hat, das letzte Roadpornoglyph, würde vielleicht Sinn machen, vielleicht hat er es von Roger bekommen oder hat beziehungsweise den Aufenthaltsort, vielleicht weiß er den Aufenthaltsort von ihm und das ist allgemein, weil das Ding ist, ein Roadpornoglyph, wo ist das? Bei Big Mom war es jetzt in der Schatzkammer. Die Sache ist, bei Shanks, ich weiß nicht, ob jeder Kaiser jetzt so eine Schatz, ich glaube, hat Shanks überhaupt so eine richtige Basis? Das ist halt die Sache. Hat er wirklich so ein, sowas wie Whole Cake Island oder wie Wano Kuni? Hat Shanks irgendwie auch sowas? Und da kann das dann vielleicht auch in der Schatzkammer irgendwo verborgen sein oder so. Irgendwie kommt mir Shanks immer so vor wie so eine Nomade, der irgendwie rumwandert mit seiner Crew. Überall ist der und hat jetzt keinen festen Standpunkt. Oder wie siehst du das? Ja, das Gleiche ist ja eigentlich bei Ruffy auch so. Es wäre halt unpassend, wenn Ruffy halt eine eigene Insel hat oder sonst was. Also diese Art von Crew von hat Shanks halt nicht. Es ist keine Crew wie die von Whitebeard, dass er halt Division hat und sonst was. Alles ist überschaubar, sind überschaubare Mitglieder. Man sieht alle, die passen alle auf ein Bild, aber bei einem Kaiser, wie es halt Kaido ist, wie es halt Big Mom ist, mit einem riesen Territorium, mit riesen Inseln, dicken Bunkern und sonst was, da ist es natürlich passend, dass man eine Schatzkammer hat, aber ich denke, Shanks ist genau die Art von Pirat, die Ruffy auch ist. Und zwar halt mit überschaubaren Mitgliedern, dass Shanks einzeln die ausgewählt hat, dass sie in irgendeinem Punkt der Reise sich begegnet sind, ähnlich wie es bei Roger damals war. Nur der Unterschied ist halt wahrscheinlich, dass Ruffy, wenn er Leute braucht, dass er dann welche hinter sich hat, aber die nicht direkt in der Crew sind. Deshalb denke ich, dass Shanks, wenn er das Poneglyph hat, dann vielleicht auf seinem Schiff oder in seinem Heimatdorf irgendwo so, oder an irgendeinem Ort versteckt oder sonst was. Aber ich glaube nicht, dass er eine Insel hat oder eine Basis hat. Könnte ich mir auch vorstellen. Das Ding ist, Pirat sein bedeutet ja auch frei sein. Das ist ja so auch das Motto von Ruffy, er will Piratenkönig werden, weil er dann als Mensch, also als Piratenkönig hat man die größte Freiheit der Welt. Und ich glaube, so lebt Shanks auch Freiheit. Er will einfach frei sein, will hingehen, wo er will und will keine festen Bindungen haben. So, egal. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Ort, wo das letzte Roadpornoglyph sein kann. Und zwar einfach ganz simpel bei der Weltregierung auf Mary Joa. Und da nehmen viele zum Beispiel an, dass das auch der Schatz von Mary Joa ist, was ich nicht glaube. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil Doflamingo das ganz anders angeteased hatte, als jetzt irgendwie, als wäre das ein Roadpornoglyph, weil das würde ganz ehrlich, er hat doch gesagt, nur wenn man die Existenz von der Existenz weiß oder weiß, was es ist, würde das schon alles verändern oder irgendwie sowas meinte er. Und ganz ehrlich, wenn das ein Roadpornoglyph ist, dann, wir wissen jetzt auch, dass Kaido eins hat und so, das würde jetzt nicht so viel verändern, obwohl würde die Welt wissen, dass da ein Roadpornoglyph ist, vielleicht würden dann versuchen, alle Piraten sofort die Redline zu stürmen und das zu kriegen. Weiß ich nicht, ob das. Wir haben aber vorher auch noch nicht von den Roadpornoglyphen gehört. Das ist jetzt auch das erste Mal in der neuen Welt, also auf Zoo, wo wir davon gehört haben. Und ich bin mir auch relativ unsicher, ob das wirklich in der neuen Welt, beziehungsweise allgemein, so ultra bekannt ist mit Roadpornoglyphen, dass man die braucht. Ich weiß es nicht, weil wir haben bis jetzt noch gar nicht davon gehört, nicht mal von Robin. Und da ist die Frage, die ich mir auch schon ein paar Mal gestellt habe, wusste Robin von den Roadpornoglyphen vor? Weil sie ist ja wirklich die Archäologin, die eigentlich alles weiß in Bezug auf Pornoglyphen und die da auf Ohara studiert hat, damals als Kind und so, und die wussten da alles und sie hat da, kann sie lesen und alles, und da hat sie nie irgendwas rausbekommen über die Roadpornoglyphen, oder jetzt auch bei den Revus war sie, hat sie da nie von Dragon oder von irgendjemandem, weil sie hat ja auch wahrscheinlich im Bereich Archäologie ein bisschen was dazugelernt, jeder hat ja in seinen Bereichen irgendwie was dazugelernt in den 2 Jahren, hat sie da nichts gehört von den Roadpornoglyphen? Und
Warum hat sie das denn nicht erzählt vorher auf dem Schiff, wenn sie was davon weiß? Warum hat sie denn so, oder hat sie so ein bisschen, weißt du das noch? Wie hat sie reagiert auf das Roleplay? Wie war sie so entsetzt? Sie war geschockt. Sie hat jetzt nicht gesagt, dass sie es nicht wusste, aber es wurde so inszeniert, dass sie es nicht wusste. Sagen wir es mal so. Also im Anime hat man erkannt, das Team dachte auch, okay, sie weiß nicht davon Bescheid. Ob Oda jetzt irgendwie in der Hinterhand was hat und sie nur irgendeine weitere Info bekommen hat oder ob sie das wusste, können wir im Endeffekt nicht sagen. Aber auf jeden Fall war es im Anime so, sie war geschockt darüber. Also wusste Dragon davon nichts, sondern nur Leute aus Rogers engen Kreisen, also Inuarashi, Nekomamushi, vielleicht der Vater von Momonosuke und sonstige Leute aus dem Wano-Königreich. Aber sonst außerhalb weiß es halt wirklich niemand, weil es halt irgendwie als Geheimnis komplett versteckt war. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass außer den Kaisern es vielleicht noch ein, zwei auserwählte Leute gibt, jetzt die Strohhüte noch und vielleicht ein, zwei andere, die davon Bescheid wissen. Und deshalb ist das letzte Poneglyph auch nicht begehrt, weil die Leute nicht mal Bescheid wissen, dass sie Poneglyphen brauchen, weißt du? Ruffy hat so lange gebraucht, um überhaupt die Info zu kriegen. Nicht mal Krokus hat ihm das mit den Road-Poneglyphen verraten. Und das ist eigentlich schon richtig krass. Also er muss eine gewisse Stärke haben, beziehungsweise muss gewiss weit kommen, dass er auch diese Info bekommt. Und das hat er jetzt im Endeffekt auch geschafft. Diese beiden hat er getroffen und da kam die Info, man braucht 4 Road-Poneglyphen. Vorher hat man wirklich nie davon gehört und das ist halt ein Indiz dafür so, dass nur Leute von Roger es halt wussten. Das ist echt krass. So, natürlich, der letzte von den Kaisern jetzt, Ruffy mal ausgenommen, der jetzt auch Kaiser ist, aber ist natürlich Blackbeard. Und dass er das hat, ist relativ unwahrscheinlich, aber wir haben es mal mit reingenommen jetzt als Option, dass Blackbeard auch eventuell das letzte Roadpoint-Leaf hat. Es sind 2 Jahre vergangen und er war vor dem Timeskip, sag ich mal, stärketechnisch und allgemein auch, ich glaube, wissenstechnisch schon richtig weit. Ich würde sagen, so weit wie Ruffy jetzt circa, kann man schwer sagen. Aber vom Timeskip mit den 2 Früchten, mit dem Wissen über die Teufelsfrüchte, die er hat und alles. Und wahrscheinlich auch allgemein das Wissen über die Welt. Er hat, glaube ich, irgendwo hat er Wissen her. Er war ja auch schon bei einem Kaiser in der Crew ganz lange. War der seiner Zeit voraus, beziehungsweise den anderen Rookies jetzt. Und da ist die Sache, hat er vielleicht in den 2 Jahren schon das Verschollene, es wird ja wirklich verborgen, das Verschollene, das Roadpoint-Leaf wird ja betitelt und hat er es vielleicht gekriegt über die 2 Jahre. Ist relativ unwahrscheinlich so, dass er es hat. Aber ich weiß nicht. Ich kann es mir vorstellen, immer noch. Also es ist eine kleine Hoffnung, eine kleine Chance besteht, dass er es hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder dass er es irgendwie in Zukunft noch findet oder sonst was. Oder in seiner Teufelsfrucht drin hat, diese komische Dimension. Boah, falls das ist ja geil. Sowas in der Art wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Aber ich denke, er hat es eher nicht. Wäre aber nice. Ja, stell dir mal vor, es ist wirklich, er wollte nur, weil er gelesen hat in dem Buch oder so, wusste er über die Finsternisfrucht und nicht, weil die Kraft auch erstmal so krass ist, sondern weil in dieser dunklen Dimension überhaupt der Schlüssel zum Piratenkönig ist, das letzte Roadponeglyph, weil man nur damit letztendlich und weil der vielleicht der Vorbesitzer das da reingeballert hat. Das wäre auch krass. Das wäre krass so, ne? Stell dir mal vor, es ist wirklich da drin so und nur er kann es überhaupt kriegen. So. Das wäre so heftig. Ja, es ist relativ unwahrscheinlich, aber Leute, das wäre auf jeden Fall mal eine geile Idee, um auch Blackbeards Plan. Er verfolgt ja einen kompletten Plan von Anfang bis Ende jetzt, dass der Plan noch krasser durchdacht war, nicht nur um die Frucht zu kriegen, um damit Whitebeards Frucht zu kriegen und alles, sondern um allgemein das Roadpoint zu kriegen, was in dieser dunklen Welt ist. Also, ja, ist ganz nice, die Theorie. Eine noch abgespaceder Theorie, Leute, ist, dass das letzte Roadpoint auf dem Mond ist. Da fasst ihr euch erstmal den Kopf und denkt, wie kann das angehen? So, aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Willst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Ja, ich weiß jetzt nicht so viel darüber, aber das, was man innerhalb der One Piece Story weiß, ist halt, dass Enel auf dem Mond ist. Er ist auf den Mond gegangen, die Steintafeln waren auf dem Mond, oder? Die waren auf dem Mond. Ja, auf jeden Fall war irgendwie sein Plan, dass er auf dem Mond wollte schon die ganze Zeit. Das weiß man ja schon und im Endeffekt hat er es auch dorthin geschafft und hat dort auch einige Leute gesehen. Man hat auch Coverpages gesehen mit Weltraumpiraten. Also das Ganze auf dem Mond existiert halt innerhalb der Story von One Piece und dort hat er auch eine geheime Zivilisation gefunden, hat Steintafeln gefunden, die auf antike Waffen hindeuten und es wäre auch gut möglich, dass dort vielleicht auch ein Poneglyph ist. Ja, wenn es da ein Königreich gab auf dem Mond, beziehungsweise irgendwie Lebende gab es ja, das ist ja das alte Bürgerkönigreich. Und es gab auch in einer Coverpage, hat man oben rechts so ein komisches Poneglyph-artiges Ding gesehen, das weiß ich noch. Oben rechts, da gibt es auf Reddit viele, habe ich das mal gelesen, glaube ich, dass oben rechts da auf jeden Fall irgendwie so ein Poneglyph sein soll. Hat man einmal ganz kurz gesehen. Die Sache ist jetzt,
Die Pornoglyphen kommen ja aus Wano Kuni, von den Kozuki-Clan, also von Oden, von dem Vater von Momo. Die Sache ist, wie kommen die auf den Mond, so, weißt du? Also, wir haben gesehen, wie man auf den Mond kommt. Das ist einmal, ja, Enel ist da einfach hochgeballert. Oder die kleinen Roboter von Professor Mondschau aus der Cover-Story sind auch mit Luftballons, mit so komischen Luftballons da hochgeflogen. Wenn man jetzt ganz viele von diesen komischen Luftballons, und das sind keine normalen Luftballons, muss man dazu sagen, Leute, die haben ja auch diese eine Himmelsinsel getragen, wo Kaido runtergesprungen ist. Wahrscheinlich sind das die gleichen Luftballons oder so. Aber das sind auf jeden Fall One-Piece-Luftballons. Keine Ahnung, was da drin ist, Leute. Irgendein geheimes Gas oder so. Also, die eine ganze Insel tragen können. Auch da waren zwar ganz, ganz viele und haben eine zerstörte Himmelsinsel getragen. Und ich glaube mir, ich glaube, die könnten auch einen Pornoglyph nach oben transportieren. Das ist jetzt nicht so das Ding. Deswegen, das wäre eine Option, wenn es da ein Königreich gab, das vielleicht mit den Kozuki-Clan damals ja, ganz gut war. Oder keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, wäre eine Theorie. Noch eine Theorie ist einfach, dass das Pornoglyph verschollen ist, also allgemein einfach weg ist. Also wirklich, es heißt ja auch verlorenes, beziehungsweise bei einem weiß man, dass es wo es ist. Es ist verschollen und dass es wirklich nicht existiert, Leute. Es gibt nur noch drei, weil das eine, ja, verschollen ist, also wie man sagt, es ist irgendwo auf dem Meeresgrund irgendwo und keiner kann es ansatzweise irgendwie wieder finden, weil ganz, ganz unten, 10.000 Meter tief, ist ja die Fischmenscheninsel, aber vielleicht bei manchen Stellen im Meer ist es einfach sowas von stockdunkel, dass man es nicht finden kann und man kann es auch nicht mit einem Dragon Ball Radar oder so einen Scheiß finden, Leute, deswegen, das ist einfach wirklich unauffindbar, das wäre eine Option oder halt, dass es vornherein keine vier gab, dass es eine Lüge war und dass es eigentlich nur drei gibt und man vielleicht von diesen drei nochmal extra brainmäßig die entschlüsseln muss, um ja dahinter zu kommen, dass es keine vier gibt überhaupt. Ja, wäre auch eine Möglichkeit, wobei ich eher denke, dass es halt so episch aufgezogen wurde von Nekomamushi Inuarashi, wie die das erzählt haben, wie es mit Roger war und so, dass ich das eher für unwahrscheinlich halte. Noch eine Möglichkeit wäre, dass, also wir wissen ja von damals, dass Roger, als er Piratenkönig wurde, hat er ja die Redline, also die komplette Redline nochmal umfahren, also die komplette Erde. So war es doch, oder? Ja. Und vielleicht wird es auch mit Ruffy so sein, dass er am Ende seiner Reise vielleicht Piratenkönig schon ist oder auf jeden Fall, dass er die Reise auch zweimal machen muss. Wir werden jetzt nicht alles nochmal doppelt sehen, sondern eher in dem Sinne, dass er vielleicht, wenn man einmal um die ganze Welt rumgeht, kommt Ruffy natürlich wieder irgendwann am Anfang an, und zwar am East Blue. Und vielleicht ist es ja so, dass er wieder zum East Blue muss und unter dem Schafott oder so von Roger ist das Pornoglyph. Oder in seinem Heimatdorf, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Shanks es im Windmühlendorf versteckt hat oder ja, sonst das wäre cool. Also sowas in der Art wäre auch ziemlich cool, dass man halt, dass Ruffy halt zurück muss, so zu seinen Anfängen. Das wäre geil, ne? Das würde ich auch richtig feiern, dass es im Windmühlendorf verborgen ist, Leute. Irgendwo da, vielleicht in der Windmühle, ich weiß es nicht, Leute, irgendwo vielleicht in der kleinen Höhle am Windmühlendorf. Oder ich stell dir vor, die Marine hat es oder so, Gab hat es vielleicht, oder es wurde Gab anvertraut oder irgendwas. Wäre auch cool, anderes. Ja, das kann dann auch sein. Oder einfach im Keller von, wie heißt die nochmal, die Grünhaarige, mit der Shanks hatte? Nicht Dadan, du meinst Dings. Ja, Dadan, genau. Dadan, da hat er weggeballert. Makino. Nee, wie hieß die nochmal? Makino. Ja, Makino, genau. da vielleicht Stefan da in der Bar im Keller oder so, liegt ey, das vorne cool. Glühfeld. Das wäre richtig sein, krass. Ja. Das würde ich auch feiern. Nicht immer so ein epischer Ort wie jetzt auf Zoo, so mitten im Elefant da oben im Baum. So, und so richtig, so eben so ein Zelda, weißt du, wie so ein Item, was so in der Mitte ist. Ja. Oder, sondern einfach so wirklich so unter so ein paar Bettlaken irgendwo im Keller. Das wär richtig geil. So. Und das wäre wirklich auch verschollen. So, das wäre wirklich, vielleicht war das ja Rogers letzter Wunsch, dass er das ja irgendwo hinpackt, wo wirklich nicht der Falsche das findet. Und ich glaube, ein Blackbeard würde da niemals drauf kommen. So. Ich weiß nicht. So, das wäre eine Idee. So, und jetzt die letzte Idee wäre noch, dass es auf der Oro Jackson, die Oro Jackson ist das Schiff, das ist kein Internetforum, Leute, das ist ursprünglich das Schiff von Gold Roger gewesen und dass es dort auf dem Schiff noch verborgen liegt. Wo die Oro Jackson ist, weiß halt auch keiner genau, damals war dann Ei noch auf dem Schiff und wo das jetzt genau, zu dem Ei mache ich auch bald ein Video, Leute, mal gucken, wann das kommt wahrscheinlich morgen. Die Sache ist, auf der Oro Jackson, wo liegt die Oro Jackson jetzt verborgen? Das ist die große Frage. Ist vielleicht die Oro Jackson auf Raftel? Und ist vielleicht sogar, ich will nicht sagen, das ist das One Piece, aber das habe ich halt oft schon angenommen, dass das One Piece ist und dass eventuell die Feuerkraft von Oro Jackson Pluton ist und dass deswegen die letzte antike Waffe der Schlüssel ist, um das One Piece zu vervollständigen. Also ist die Oro Jackson letztendlich das One Piece, weil das halt die letzte antike Waffe ist, die keiner findet. Und man kann damit letztendlich die Redline zerstören und so. Ist halt eine Idee, die ich immer so habe. Und eventuell ist das letzte Roadpoint-Glyph da drauf. Dann macht es natürlich keinen Sinn, dass es auf Raftel ist und das One Piece ist. Aber wenn die Oro Jackson irgendwo anders verborgen ist,
wäre es vielleicht eine Option, dass das Roppon wieder drauf ist. Ja, oder dass noch einer der Roger-Piraten, also noch ein weiterer, der noch lebt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch einige gibt, die am Leben sind. Und vielleicht hätten wir ja da so ein Lysop der Crew von Roger halt, dass er halt immer noch auf das Schiff aufpasst. Oder halt so ein Frankie, der das Schiff... Das wäre geil. Ich meine, Tom hat das Schiff ja gebaut, aber vielleicht gibt es ja, wie gesagt, so eine Art Lysop, der darauf aufpasst oder der... halt so ein Schiffarzt immer war und immer noch darauf aufpasst, immer noch da drin lebt oder sonst was. Das wäre ziemlich cool, wenn man das dann sieht. Wir kennen halt nicht viele. Wir kennen halt noch Scopper Gabban, wo der ist, wissen wir auch nicht. Den kennen wir vom Namen her. Den kennen wir noch Seagull, das ist dieser Glatzkopf, ultra dicke Fettsack, dieser Glatzkopf, ja genau, den noch. Und ansonsten war es das mit Rogers Crew. So halt Shanks und Buggy, ja. Und Rayleigh, ne? Und das war so ein Krokus natürlich, aber sonst war es das so. Also, aber da waren halt ein paar Leute im Hintergrund, aber die markanten und wir kennen Oda, wenn er Charakterdesign, diese Lobobs im Hintergrund, kann man nicht immer so viel vollnehmen, aber dieser Seagull, der auch einen Namen bekommen hat von ihnen und natürlich Scopper Gabban, die werden hundertprozentig noch von Relevanz sein, bin ich mir sicher. So Leute, das waren unsere Optionen, die wir rausgesucht haben, wo das letzte Road Pornoglyph, das verschollene Road Pornoglyph sein kann. Ihr könnt eure Meinung nochmal in die Kommentare schreiben, Leute. Und ihr merkt schon, ich hustle hier die Videos raus. Ja, ihr wisst alle, bis zum 29.05. Ja, sind die alten Videos erstmal auf privat. Und dafür lade ich jetzt ziemlich, ziemlich viel hoch, damit es Content für euch gibt, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Erster Link in der Videobeschreibung, kommt ihr zum guten Akata. Guckt auf jeden Fall vorbei, es lohnt sich. Und ansonsten würde ich sagen... Ciao und tschüss. Ganz genau.